Rage on that beat, going crazy. Hallihallo, ich bin's mal wieder, die Yvonne. Schön, dass ihr wieder hier seid. Heute bereiten wir Grünkohl zu. Ist ja gerade das richtige Wetter draußen für Grünkohl und außerdem hat Grünkohl Saison. Saison für Grünkohl ist nämlich September bis Februar. Außerhalb dieser Zeit kann man aber auch sehr gut auf tiefgefrorenen Grünkohl oder Grünkohlkonserven zurückgreifen. Und entgegen der allgemeinen Meinung, dass Grünkohl erst nach dem ersten Frost geerntet werden soll, das ist alles ein Schmarrn, das stimmt überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass der Grünkohl sehr spät oder so spät wie möglich geerntet werden soll, damit er reif genug ist. Denn erst wenn er reif genug ist, hat sich genügend Stärke in Traubenzucker umgewandelt. Und aus irgendeinem Grund denken die meisten Leute, dass das erst nach dem ersten Frost geschieht. Stimmt aber nicht. Es gibt ja in weiten Teilen Norddeutschlands und auch Skandinaviens den Brauch, ein jährliches Grünkohlessen zu veranstalten, wobei auch jedes Mal ein Grünkohlkönig gekürt wird, während es sich dann meistens um örtliche Standespersonen, die gekürt werden, handelt, wird in einigen Städten, wie zum Beispiel Osnabrück, diese Würde an Prominente aus Sport, Wirtschaft oder Unterhaltung oder auch Politik vergeben. Die Stadt Oldenburg lädt einmal im Jahr hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur ein, um anlässlich des deftig Oldenburger Grünkohlessens im politischen Berlin für sich zu werben und einen Politiker als Oldenburger Kohlkönig zu küren. In Bremen wird er seit 1545 alljährlich im Rahmen der traditionellen Schaffermahlzeit serviert, einer Veranstaltung, zu der im Februar jeweils 100 kaufmännische, 100 seemännische Schaffer sowie 100 Gäste zusammenkommen. Entgegen der verbreiteten Rezeptur, dass man Grünkohl lange kochen muss, kann man Grünkohl aber auch nur leicht blanchieren und als Salat essen. Darüber hinaus findet er vor allem in den USA auch großen Anklang als Rohkost, zum Beispiel in grünen Smoothies oder als Kale Chips, also Grünkohlchips. Seit einigen Jahren wird Grünkohl zunehmend als pikanter Snack in Form von Chips gegessen. Die zerkleinerten Blätter werden gewürzt und dann entweder frittiert oder gebacken oder, wenn sie Rohkostqualität behalten sollen, bei niedriger Temperatur bis maximal 40 Grad getrocknet. Die Grünkohlchips, die man hier in Deutschland meistens in Reformhäusern erhält, sind dann oft auch noch mit geriebenen Nüssen verfeinert. Sehr leckere Sache, solltet ihr mal ausprobieren. Grünkohl hat auch eine Fülle von guten Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen. In Sachen Vitamin C liegt der Grünkohl nämlich ganz weit vorne. Mit 210 Milligramm deckt schon eine 200 Gramm Portion unseren Tagesbedarf mehr als doppelt. Damit möglichst viel von dem Fitmacher-Vitamin auf dem Teller landet, ist es aber am besten, den Kohl nur ganz kurz zu garen oder sogar roh zu essen. Grünkohl ist auch gut für die Augen, denn er liefert nicht nur eine besonders üppige Portion Vitamin A, das für gutes Sehvermögen eine wichtige Rolle spielt. Wissenschaftler der Universität Jena fanden außerdem heraus, dass in Grünkohl enthaltene Lutein kann sogar die Augen vor altersbedingten Schäden schützen. Grünkohl wirkt sanft entwässernd. Mit fast 500 Milligramm Kalium pro 100 Gramm liegt der Grünkohl auf den vordersten Plätzen für diesen Mineralstoff. Kalium reguliert den Flüssigkeitshaushalt im Körper und beugt Störungen der Herztätigkeit vor. Außerdem fördert Grünkohl die Blutbildung. Er gehört zu den Gemüsesorten mit einem der höchsten Eisengehalte. Knapp 2 Milligramm des für die Bildung roter Blutkörperchen und den Sauerstofftransport im Körper zuständigen Mineralstoffs stecken in 100 Gramm. Grünkohl stärkt auch die Knochen. Die in Grünkohl vorhandene Kombination aus Calcium und Phosphor macht das Wintergemüse ideal für den Aufbau und den Erhalt gesunder, fester Knochen und guter Zähne. Grünkohl schützt außerdem unsere Körperzellen. Deswegen sollte man Grünkohl auch immer mit etwas Fett zubereiten. Das ist ja nicht nur aus Geschmacksgründen so, sondern das darin enthaltene Vitamin E kann so auch vom Körper optimal aufgenommen werden. Vitamin E gehört zu den Zellschutzvitaminen. Es schützt also die Zellen vor schädlichen Stoffen, vor allen Dingen vor freien Radikalen.
Es gibt ja wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Grünkohl lecker zuzubereiten. Gerade in Deutschland gibt es ja sehr große regionale Unterschiede. In Nordwestdeutschland ist Kohl und Pinkel eine sehr große Delikatesse. Pinkel ist eine geräucherte Grützwurst. Im Osnabrücker Land, Hamburg und Schleswig-Holstein wird Grünkohl sehr gerne mit Kassler oder grober Bratwurst und als Beilage Bratkartoffeln gegessen. In Braunschweig, Hannover und Magdeburg wird er mit Regenwurst gegessen. Regenwurst ist eine rohe oder leicht geräucherte Mettwurst aus magerem Schweinefleisch, Schweinebauch, Zwiebeln, Salz und Pfeffer. In Brandenburg und Berlin wird Grünkohl zu Weihnachten als Beilage zu Kaninchen gegessen. Alternativ zum Karnickel mit Wiener oder Bockwurst oder Bratwurst. Beliebt ist auch die derbe westfälische Zubereitung, wobei der gerupfte Kohl mit fein gehackter Zwiebel, geräucherter Mettwurst und je nach Geschmack auch mit Kassler, Räucherspeck oder Rippchen zubereitet und mit Salzkartoffeln serviert wird. Und mit den eben genannten Zutaten kann man durchaus auch einen schönen Eintopf zubereiten, nämlich Grünkohl, Kartoffeln und geräucherte Wurst. Und genau das ist das, was wir heute tun werden. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Für dieses Gericht brauchen wir Grünkohl, Kartoffeln, eine Zwiebel, Rapsöl, Salz, Lorbeerblätter, ungefähr 5 Stück, 1 Teelöffel Pfefferkörner und 8 Wacholderbeeren, 1 bis 2 Teelöffel Kümmel, 500 ml Gemüsebrühe und geräucherte Wurst. Ich habe hier Pfefferbeißer und Krakauer benutzt. Alles, was ich nicht im Essen rumschwimmen haben will, stopfe ich jetzt erstmal in einen Teebeutel rein. So kann ich das Säckchen mit den Gewürzen später ganz leicht entfernen. Die Kartoffeln und die Zwiebel habe ich bereits geschält. Jetzt schneide ich erstmal beides in grobe Würfel. Den Grünkohl habe ich gewaschen und ein bisschen abtropfen lassen. Dann kann ich auch schon damit beginnen, die Blätter von den Stielen zu entfernen, beziehungsweise die Stiele von den Blättern zu entfernen, denn die Stiele können wir in unserem Essen nicht gebrauchen. Und wenn ich das getan habe, schneide ich alles in feine Streifen und lege es mir erstmal beiseite. Nun stelle ich mir einen Topf auf und gebe ein bisschen Öl rein. Wenn das Öl nachher heiß ist, beginne ich damit, die Zwiebeln anzubraten, bevor der Grünkohl mit in den Topf reinkommt. Bis das Öl heiß ist, nutze ich die Zeit, um die Würstchen klein zu schneiden. Wie gesagt, ich habe hier Pfefferbeißer und Krakauer benutzt. Man kann aber jegliche Art von geräucherter Wurst benutzen, wie zum Beispiel auch Wiener oder Bockwurst. Am allerbesten sind aber die fettigeren Sachen. Man könnte zum Beispiel auch sehr gut geräucherte Bauchscheiben vom Schwein benutzen. Die Zwiebeln sind jetzt genug angedünstet, dann ist es Zeit, den Grünkohl in den Topf zu geben. Wie man gleich sehen wird, passt nicht alles auf einmal in den Topf, deswegen gebe ich erst die eine Hälfte des Grünkohls rein, lasse es ein bisschen andünsten und wenn sich das Volumen reduziert hat, gebe ich die zweite Hälfte auch noch mit dazu. Dieses Gericht ist recht einfach und schnell zuzubereiten, deswegen gebe ich jetzt auch gleich alles andere bis auf die Wurst mit in den Topf. Die Kartoffeln, die Brühe, das Gewürzsäckchen, ein bisschen Kümmel und noch ein kleines bisschen Salz. Mache einen Deckel drauf und lasse es für ungefähr 30 Minuten alles schön weich kochen.
Die Kartoffeln und auch der Grünkohl sind jetzt schön weich gekocht. Ich gebe jetzt die Wurst dazu und auch noch einen Schuss Essig. Essig habe ich zwar am Anfang nicht in der Zutatenliste angegeben, muss man nicht reinmachen. Ich finde aber, so ein kleiner Schuss Essig rundet den Geschmack sehr schön ab. Jetzt rühre ich alles nochmal gescheit um, mache einen Deckel drauf und lasse es ganz kurz noch köcheln, damit das Fett aus der Wurst rauslaufen kann. Und dann ist das Essen auch schon fertig und ich wünsche einen guten Appetit. Alle Zutaten habe ich euch unten in die Infobox reingeschrieben. Das komplette Rezept gibt es auch nochmal auf meinem Instagram-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen, ymb.happiness. Wenn euch dieses Gericht gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare für Fragen oder Anregungen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine gute Zeit.